Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Schachvideo hier in der Lagune. Wir sind hier auf Lichess unterwegs und möchten im Blitz besser werden. Ich bin im Blitz ziemlich schlecht gerankt, einfach weil ich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so richtig die Züge weiß, was ich spielen soll, oder manchmal bin ich auch einfach unkonzentriert. Deswegen bei 1060 Punkten, Gegner auch bei 1060. Mal schauen, ob das für irgendwas gut ist. Also wir halten erstmal ganz normal dagegen. Ups, falsche Figur. So, so spielen wir immer. Was auch nicht schlecht ist, ich reagiere einfach auf das, was Weiß spielt. Ich würde jetzt tatsächlich weiterentwickeln. Wollen wir erst den anderen Springer rausholen? Nee. Erstmal decken. Könnte man auch so machen. Falls er schlägt, die Damen offen werden, kann es sein, dass ich meine Rochade schon verliere. Ne? Das ist natürlich auch denkbar. Ist das jetzt ein Problem? Gehen wir nach vorne und lassen uns... Ich glaube, wir gehen da hin. Hindert leider meinen Läufer an der Entwicklung, aber greift hier an. Okay. Da sehe ich kein Problem drin. Ich schätze mal, Weiß rochiert jetzt. Ich habe nicht mehr ganz so viele Rochademöglichkeiten. Sollen wir einfach mal mit dem Bauern hier rein? Ich verstehe den Zug nicht so ganz. Oh. Entscheidet er sich sehr schnell zu schlagen. Und jetzt? Nicht so richtig kapiert. Okay, Abtausch. Versuchen wir uns mal irgendwie weiterzuentwickeln, würde ich sagen. Den Zug habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich will jetzt mal hochieren. Hier ist überall kein Problem, ne? Ist das ein Problem? Ich habe das Gefühl, Weiß schießt im nächsten Augenblick hier irgendwo hin. Sollen wir mal gleich den Bauern nehmen? Der ist völlig ungedeckt, ne? Hätten wir wahrscheinlich jetzt schon mal machen sollen. Jetzt ist er leider gedeckt. Können wir hier nach vorne ziehen? Riskieren wir es mal. Schade, dass der noch gedeckt ist hier. Das habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Ich dachte, ich greife den jetzt richtig schön an und er muss weg. Aber na gut, ich habe noch die Dame dahinter. Insofern vielleicht, falls jetzt ein schlechter Zug kommt,
gewinne ich tatsächlich eine Figur, aber weiß man nicht. Zieht weg. Ich hätte da vorhin, glaube ich, schon einen Bauern gewinnen können, wenn ich nicht rochiert hätte. Aber so, jetzt ist die große Frage, wie es weitergeht. Ich verbrauche zu viel Zeit, schätze ich. Bereiten wir hier mal vor. Ich muss immer sehr gut aufpassen, was hier bedroht wird. Okay, den Zug verstehe ich auch nicht so ganz. Jetzt hier ran. Naja, vielleicht ein Fluchtfeld für den Springer. Na komm. Spielen wir mal ein bisschen aggressiver. Ist das irgendwie wichtig? Ja, wenn er schlägt, kann ich hier jetzt leider nicht zurückschlagen, weil dann kommt das, dann das und dann das. Ich fürchte, das sieht er gerade. Müssen wir also erst da schlagen. Dann kommt das. Ah, sollte okay sein, ne? Wenn wir jetzt erst hier schlagen. Macht das Sinn, hier hin zu schnee, ne? Damentausch. Das so clever war, vielleicht erst Schach. Ja, okay, er schlägt so. Tauschen wir jetzt Damen? Oder schlagen wir erst zurück? Dann die Dame. Dann Schach. Das könnte vielleicht. Ah, dann geht er mit der Dame wieder. Ja, okay, könnte trotzdem was sein. Probieren das mal. Das wäre cool. Vielleicht rochiert auch Weiß irgendwann. Interessant, wie die sich gegenüberstehen, die Figuren. Ich darf auch an dieses Schach. Das habe ich auch nicht vergessen. Wäre schön, die Dame da zu haben. Ach du je. Jetzt Schach? Den muss ich nehmen. So leid es mir tut. Aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, er kann mit dem Springer da rein. Okay, meine Chance jetzt. Schach. Ja, möglicherweise geht er mit dem Bauern dazwischen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich Glück. Okay, macht er. War wahrscheinlich keine gute Idee hier. Ja, komm, nimm ihn dir. Traut er sich nicht. Kann ich gut verstehen. Warum habe ich den Bauern hier vorgeholt? Ärgerlich. Wo will er hin? Hier Gabeln? Ich weiß es nicht so genau. Ah, hier Gabeln.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit zu spielen. Vielleicht so, Schach. Mal ausprobieren. Das probiere ich jetzt in den letzten 17 Sekunden. Ist leider kein Schach, wenn ich da jetzt. Oh je. Ich würde tippen dahin. Ach was. Oh, das war eine coole Dings. Ich muss ein bisschen vor Backrank Mate aufpassen. Gewonnen. Oh! Wie viele Sekunden hatte ich noch? 6 Sekunden. Boy. Freunde, das ist einfach nicht gesund. Wie alt werden eigentlich so Schachgroßmeister? Ey, so ein Stress, das kann doch nicht gut gehen. Das kann auch kein Leben lang gut gehen. Okay, also da war sehr viel Glück dabei. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Schachmatt ist. Und ich hatte noch 6 Sekunden auf der Uhr. Also ich glaube, das Einzige, was ich heute besser gemacht habe als in anderen Blitzspielen, ist, dass ich die Uhr gar nicht so richtig im Blick hatte. Das hat mir dazu verholfen, hier am Ende wenigstens noch gedanklich irgendwie halbwegs fokussiert zu bleiben. Und jetzt schätze ich habe eine Chance vertan, als ich rochiert hatte, einen Bauern zu gewinnen. Aber das werden wir jetzt gleich hoffentlich sehen. Also hier spielen wir irgendwie so vor uns hin. Und jetzt hatte ich schon. Also vorher, Moment mal, vorher. Ach so, da hatte ich ja den Springer noch nicht raus. Den habe ich auch rausgeholt, weil ich mir den hier anschauen wollte, dass der in diesem Augenblick schon geschnappt werden kann. Habe ich, glaube ich, deshalb nicht gesehen, weil ich hier so eine Gegenattacke vermutet hatte. Aber das wäre natürlich von dem Springer hier auch gedeckt gewesen. Insofern wäre das schon gut gewesen. Jetzt hätte ich immer noch schlagen können. Und jetzt habe ich es erst geblickt und jetzt geht es nicht mehr. Andererseits hätte ich jetzt den Springer vertreiben können. Okay, das ist interessant. Das habe ich nicht gesehen. Aha. Der Springer kann nirgendwo hin, oder wie? Was ist denn, wenn der Springer weggeht? Ja, dann kriege ich meinen Bauern und dann. Okay. Ja, stimmt. Da hätte ich vielleicht noch nicht die Dinge auf sich sitzen lassen sollen, sondern noch ein bisschen weiter hier Druck machen. Na gut. Oh, mit der Dame schlagen, ja. Einfach, weil das hier auch schon sehr gefährlich ist. Ja, okay, das geht nicht, aber einfach Turm bedrohen. Der müsste dann dorthin. Dann könnte ich hier vielleicht noch einen Bauern nehmen oder so. Na gut, ich habe mit dem Springer geschlagen, weil ich diesen Angriff haben wollte. Okay, falscher Bauer, falschen Bauern gezogen. Ich wollte das vorbereiten. Ups. Ich kann heute nicht zeichnen. Das. Ihr wisst, was ich meine. Okay, kommt dann auch. Die Engine ist nicht sehr zufrieden mit meinen Zügen. Hier, diese Gabel ist vielleicht. Ich weiß nicht genau, was die Engine hier vorhätte. Mal gucken. Schlagen, schlagen. Okay, also das versteht man nicht.
Ich weiß nicht so ganz genau, was das hier für eine Bewandtnis hat mit dem Springer. Auf jeden Fall, der ist ja die ganze Zeit vom Bauern angegriffen. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich das gespielt hätte oder ob ich das in Zukunft so spielen würde. So, und jetzt kommt's. Diese Konstellation, die fand ich auch gar nicht so unkompliziert. Und ich glaube, mit dem Springer nicht sofort zu flüchten, sondern einfach hier auf Gegenattacke zu gehen, war vielleicht nicht ganz schlecht. Natürlich könnte dann der Springer. Wer hat denn? Genau, der Springer hat geschlagen. Genau, und jetzt. Jetzt kommt der große Fehler. Das habe ich auch im Spiel sofort gedacht, dass das eigentlich nicht gut sein kann. Ich hatte ja gehofft, er tauscht. Weil man ist ja so gewohnt, man schlägt sofort gegen und dann ist das alles ein Riesenabtausch. Und da habe ich schon so ein bisschen gewittert, dass das vielleicht gut ist, wobei offensichtlich nicht. Ja, das stimmt. Dann kriegt er hinterher ja noch meinen Turm zurück. Also da hat er mir das Spiel geschenkt. Wo sind wir? Hier. So, habe ich gesehen, Schach, Springer da rein. Okay, Engine würde sich jetzt viel mehr Zeit lassen. Der Zug war doof. Einfach dieser Bauer, der hindert auch dieses Pferd an der Entwicklung. Und da hätte ich vielleicht noch mal ganz gut in den Angriff reingekonnt. Dadurch, dass ich den Bauern jetzt provoziert habe. Witzig, sagt die Engine, ich soll trotzdem hier hingehen. Krass. Das muss ich jetzt verstehen. Wegen des Pins, na klar. Ah. Okay, wie viel Zeit waren da noch? Eine Minute. Okay, sagen wir mal so, wenn man noch eine Minute auf der Uhr hat, ist für mich eigentlich die Devise, einfach das Spiel nicht herzuschenken. Und da fand ich das jetzt schon okay. So, auch hier, was würde die Engine da machen? Dame nach vorne, ich bin ja dann. Ah, ich bin dann auf Angriff gegangen. Okay, war anscheinend auch nicht besonders klug, aber möglicherweise okay. Was würde die Engine hier spielen? Schach, ja, mit Doppelangriff natürlich. Ah, schade. Das wäre schön gewesen. Das stimmt. Habe ich nicht gesehen. Wie dem auch sei. Also die Züge sind alle nicht nett für die Engine. Und jetzt Matt in 1. Also hätte hier Weiß etwas besser gespielt, dann hätte ich das nicht gewonnen. Dann hätte wahrscheinlich der Zeitvorteil ausgereicht, um Weiß über das Spiel zu retten und dann hätte ich wahrscheinlich auf Zeit verloren. Ja, cool. Ich hoffe, ihr fandet es auch halbwegs spannend. Ich fand es sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich fand, der Gegner war schon stark und hat dann in einer wahrscheinlich auch recht komplizierten Stellung dann diesen einen Fehler gemacht. Das ist eigentlich immer meine Rolle, aber dass es diesmal andersrum war, freut mich sehr. Ja, mehr Schach gibt es morgen hier auf diesem Channel wieder. Also abonniert den Channel und dann werden wir besser im Blitz. Bis dahin, tschüss.